Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier von Gold Rush The Game. Mein Name ist Garderol, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, meine Versuche, die Maschine hier rauszuretten, die waren so ein bisschen... war nicht so erfolgreich. Ich versuche es jetzt noch einmal. Weil man jetzt hier so ein bisschen aufgeschüttet, vielleicht funktioniert das. Ansonsten war meine grundsätzliche Idee ja schon mal wahrscheinlich gar nicht mehr so falsch. Das lässt sich auch die Maschinen nicht mehr zurücksetzen. Schild hoch runter, nicht sogar. Okay. Zurücksetzen geht auch nicht. Oder? So. Gut. Das hat funktioniert. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gucken mal, ob wir das geht so nicht. Ich bin damit nicht zufrieden. Und zwar, wir müssen das ein bisschen planieren. Ich weiß noch nicht wie, aber ich glaube, ich habe jetzt noch eine zweite Idee. Die das allerdings ist jetzt wieder unseren Test ein bisschen verunreicht. Nicht viel, aber ein bisschen. Wobei, da ist das Problem, ah, da kommen wir nicht über die Kante drüber. Oh Mann, ey. Also, was wir schon mal gelernt haben, ist, zu tief in Löcher rein ist nicht immer gut. Kommt man nicht wieder raus. Deswegen immer schön auf dem Nachttisch eine Stecknadel haben. Profi-Tipps. So. Also, wir müssen hier irgendwie... Folgendes. Wir müssen das erstmal alles hier so ein bisschen einebnen. Weil jetzt haben wir auch so blöde Kanten hier reingezogen, die müssen erstmal weg. Jetzt hängt der schon wieder fest. Also irgendwas... Der Haken ist sogar nicht runter. Warum ist das hier so steil? Und so schlecht? Jetzt hängt der schon wieder fest. Also wenn wir so eine große Schräge haben, ne? Da kommt der nicht mit klar. Oh Mann, ey. Auf der Stelle drehen. Hier geht ja nichts mehr. Ich kapituliere. Hiermit geht's nicht. Mit dem geht's auch nicht. Mit dem erst recht nicht. Dann müssen wir es mit dem versuchen. So, und zwar... Ja, weißt du, da nutzen wir alle möglichen Maschinen, damit diese Maschine besser durchkommt und es ist die Maschine, die am besten durchkommt. Das müssten wir mal hier so ein bisschen vorher schon anfangen runter zu gehen. So, dass wir nicht jedes Mal hier in dem Loch hängen bleiben, wenn wir mal raus müssen.
unser Hauptziel ist ja eigentlich nur, dass wir jetzt nicht verunreinigen hier unten. Mit Abraum aus Bereichen, die nicht so gut sind. Und schon wieder hängt er fest. Und den können wir ja auch nicht abschleppen, ne? Oder hat er irgendwo Abschlepphaken? Naja, er hat vorne welche drin, ne? Aber hinten nicht. Sonst könnten wir den jetzt mit dem Bug... Oh. Also, ich bin nicht zufrieden. Not amused und überhaupt. Ja, aber für sowas wäre ein Multiplayer cool, ne? Und jetzt dein Freund, Sascha, irgendwie festgefahren, irgendwo raus. Hm? So. Ein kräftiger Schluck aus der, ich trinke mal eben eine Schlucktasse. In unserem Fanshop übrigens. Was ich gerne mal vergesse zu erwähnen, haben wir ja nämlich. Ja, das nützt alles nichts. Verlinkt in der Videobeschreibung, da gibt es da schöne Geschenke jetzt so im Sommer, ne? Ist ja auch so Hauptgeschenkezeit. Schicke T-Shirts, Mauspads und meine, ich trinke mal eben einen Schluck Tasse oder die Tasse mit den Fahrzeugen aus dem Simulatorbereich und so weiter und so fort. Damit unterstützt ihr natürlich auch meinen Kanal. Ja. Und jetzt stehen wir wieder da mit unserem Talent, ne? Geht's vielleicht, wenn wir leichter sind. Aber das ist auch eine sehr komische Differentialsperre. Guck mal. Ja, die scheint ja hervorragend zu funktionieren. Nicht. Oh Mann, ey. Was machen wir denn jetzt? Ja. Also wir müssen hier auf jeden Fall zwischendrin was rausnehmen. Das ist schon mal Fakt. Wenn wir jemals wieder hier rauskommen. Geht auch nicht. Ja, Jemini, ein Loch im C. Was machen wir denn da jetzt? Also eigentlich müsste das mit der Planierung, aber die ist so wackelig. Mit der geht es auf jeden Fall nicht. Würde ich jetzt mal so frei raus behaupten. No? Also die Maschine hat einen ganz schönen Linksdrall. Ja, guter Rat teuer, ehrlich gesagt. Warte mal. Was ist denn, wenn wir das ein bisschen festfahren hier? Und zwar, indem wir... Warte mal.
Ja, das ist natürlich jetzt kein gutes Material, ne? Wir wollten ja eigentlich möglichst ideales Material haben. Das ist jetzt... Da hat uns die Realität eingeholt. Aber so können wir vielleicht die Maschine wieder rausziehen, wenn wir hier so ein bisschen... Geht ja ein bisschen. Wir wissen ja, dass das ein bisschen geht. Guck mal. Seht ihr das? Da, wo die Reifen sind, hier. Da drückt sich das dann ein bisschen platt. So, dass wir hier so einen Weg hier rausbauen können. Aber das ist echt so niedrig, ne? Das ist wahrscheinlich echt zu viel. Das müssen wir hier halt so ein bisschen abtragen. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie das bei euch war. Ob ihr da auch so ein Problem hattet und wie ihr das gelöst habt. Das wird mir natürlich jetzt nicht mehr helfen, aber dann vielleicht zur nächsten Staffel. Und das hier hilft vielleicht, weil hier das Gewicht vorne ist, weißt du? Oder auch nicht. Trainiere da gar nicht mehr. Aber die Idee ist richtig. Ich werde für sie kämpfen. Alter. Ja, aber das können wir jetzt rausziehen. Jetzt können wir den aber rausziehen hier. Oh, ist das alles traurig. Es ging doch bis gerade alles nur so halbwegs. Entschuldigung. Die Frage ist, geht das nur mit der Schaufel oder können wir das auch, oder müssen wir bei so einem Gewicht das eben nicht mit der Schaufel? Also wenn es nicht läuft, dann läuft das richtig nicht, ne? So können wir mal so festhalten, glaube ich. Schönes Loch. Die Frage ist, wo ist das Seil jetzt hin? Ach, da. So. Dann schauen wir mal. Ob wir den jetzt so hier rauskriegen. Schön wär's, ansonsten müssen wir den vielleicht hinten anhängen. Ja, eines der stabilsten Seile der Welt. Just saying. Ja, wir kommen im Moment nicht so wirklich voran, glaube ich. Ich weiß nicht, wem das vielleicht noch aufgefallen ist.
So, wir versuchen es nochmal mit. Es ist wirklich ganz kaputt. Ach krass. Bisher ist es dann irgendwie heile geblieben. Okay. Da liegt's doch, oder? Interessant, da unten ist eine Öse hingefallen und das andere scheint eine Seile zu sein. Wo war denn der Haken? Wo ist er denn? Hm? Da. Hm? So. Das ist nicht ideal, aber der Mensch freut sich. Ich entdecke ein Muster. Ja, wenn einmal der Wurm drin ist, dann ist der Wurm drin. So, das bedeutet, da liegen jetzt zwei abgerissene Ösen rum. Auch nicht schlecht. Wir können denn eigentlich nur. Ja, vielleicht hätte es ja sowas gebracht, dass ich davor rauf und runter gefahren bin, aber. Ich glaube mal nicht. Gewicht bringt auch nichts. Und er fährt nicht vor und nicht zurück. Das bedeutet, wir müssen noch einmal wieder herstellen diese. Natürlich verlieren wir auch die Ladung dadurch. Ja, wie kriegen wir das jetzt hin? Da muss ja wirklich jetzt in eine unmögliche Situation rein manövriert. Da könnten wir höchstens deutlich vorher ansetzen, ne? Und dann schön eine Schicht nach der anderen jetzt wieder da runterfahren. Ups, Entschuldigung. Ja, auch sowas gehört dazu. Und ihr habt euch ausdrücklich gewünscht, mehr Folgen mit mehr allen Inhalten, und das sind alle Inhalte, und das gehört auch dazu. So, ja. Ich konzentriere mich gerade, weil ich gerade grübele. Und zwar, ich habe gerade was gesehen. Habt ihr es auch gesehen? Guck mal. Wo man hier seitlich rauf und runter fahren könnte vielleicht. Dass ich hier jetzt noch so ein bisschen runterziehe, weißt du?
Andererseits. Da ist es mühsam, ne? Wir haben jetzt über viele Folgen einfach immer weiter in das Loch, immer tiefer. Uns keine Gedanken gemacht, dass wenn es mal zu wenig abflacht, was ist denn dann, ne? Jetzt stehen wir da. Da können wir hier nur mit höchster Disziplin das ganze Ding wieder versuchen zu retten. Und das geht natürlich nicht, indem wir noch tiefere Riefen immer reinfahren. Ich glaube, ich habe auch eine Sache jetzt außer Acht gelassen, die uns eigentlich bekannt ist, nämlich das Problem der Anhäufung bei Polygonenumformungen. Was damit gemeint ist, ist, dass bei jedem Mal, wo wir hier Polygonen verschieben, also diese Berge, die hier sich auftürmen, ne, dass dadurch die Gesamtmenge an Material, die da rumliegt, mehr wird. Das ist ein bekannter Bug bei so einer Engines wie dieser hier, wo so eine Sachen wie Polygonumformungen gemacht werden. Also Bug weiß ich jetzt nicht, ne? Das ist halt. Es ist halt so, ne? Es ist wie das. Und das ist natürlich nicht das, was wir eigentlich wollen. Und wir haben gelernt, wir wollen nicht so tief da reinfahren immer. So, jetzt versuchen wir das ein bisschen zu planieren hier, indem wir ein bisschen drüber fahren. Und dann würde ich versuchen, hier jetzt nochmal da so ein bisschen abzutragen. Na, ich will hier so, weißt du, so schräg da rankommen irgendwie. Allein gelingt es mir noch nicht. So ungefähr. Ja, und jetzt müssten wir da so irgendwie rauf und runter fahren können. Wobei ich die Sorge habe, dass wir uns da wieder festfahren. Und wir probieren es mal. Wir fahren mal ein bisschen hier rum. So, fahren wir mal zurück. Und dann hier ist so ein Huppel, da fahren wir mal wieder vor. Na? Na, ich glaube, es geht jetzt ein bisschen in die Richtung, wie wir es haben wollen. Aber wenn wir da unten drin sind, da kommen wir wahrscheinlich wieder trotzdem nicht raus. Deswegen ja, wir müssen eigentlich hier oben noch viel weiträumiger mit dem Bulldozer wegfahren. Glaube ich mal. Sollen wir noch mal einmal testen? Komm, zum Abschluss dieser Folge.
testen wir noch einmal, ob da was geht. So, dazu fahren wir jetzt auch mal wirklich bewusst nicht ganz unten rein, sondern hier an der Seite, dass es noch auch ein bisschen breiter wird. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Guck mal, geht. Vielleicht. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.